meine Lieben. Wir sind hier, um den Franz Simon zu besuchen, für die, die ihn nicht kennen. Könnt ihr gerne mal gucken auf seinem YouTube-Kanal. Der hat auch eine ziemlich bekannte Tuning-Firma in Deutschland und auch in Dubai. Diese Firma gibt es hier schon relativ lange in Dubai und die ist jetzt umgezogen. Und da gibt es jetzt so eine kleine Feier. Und der Franz, der hatte eigentlich mehr so aus Spaß, glaube ich, in unsere WhatsApp-Gruppe reingeschrieben, wer Bock hat, vorbeizukommen nach Dubai. Aber ich glaube, er hat nicht damit gerechnet, dass Klaus und ich einfach so super spontane Menschen sind. Wir haben jetzt hier dann auch super spontan den Trip nach Dubai gebucht und fahren jetzt den Franz besuchen in seiner Tuning-Firma. Und da sollen auch, glaube ich, heute ein paar schicke Autos rumstehen. Das Wetter ist noch nicht so, also Regen ist eigentlich Mangelware in Dubai, aber wir haben es geschafft, das deutsche Wetter hier mitzubringen. Schauen wir jetzt einfach mal beim Franz vorbei. Ich bestelle jetzt erstmal ein Uber, dass wir da hinkommen und dann mal gucken, was da so los ist. Bringen den Regen mit. Auf jeden Fall gibt es ja schon mal Essen, das ist schon mal gut hier. Was habt ihr mit Wetter mitgebracht eigentlich? Ja, aus Deutschland haben wir es mitgebracht. Deutsche Wetter, wir bringen den Segen in Dubai. Hi. Alles klar? Fertig, Klaus. Hi, grüß dich. Ja. Ich bin fertig, ey. Wieso hast du durchgemacht? Ich habe 3 Stunden geschlafen. Ja, ich habe schon gedacht. 3 Uhr nachts noch Stories gekauft. Ich habe sogar um 6 auf Stories gepostet. Coole Bude. Dankeschön. Okay, also wir haben uns viel Mühe gegeben, wie du sehen kannst. Und schauen wir mal, wie der Tag heute wird. Wie gesagt, Wetter ist echt ein bisschen ärgerlich. Ja, also das sind wir halt. Ne? Wir haben einen Zustand hier für den Detailing Area. Da machen wir halt Ceramic Coating, Polieren, Reinigen, all sowas. Natürlich dann meine Arbeit auf Leistungszustand, Tuning, okay. Lackierkabine, Peelable Paint. Kennst du das? Das ist eigentlich ganz geil. Das ist das neue Wrapping. Also nicht mehr Folieren, sondern Sprühen quasi wie Sprühfolie. Okay. Das ist ein GT-Gleich. Mal gucken, das ist ganz cool eigentlich. Und dann ziehst du es ab und fertig. Nö, ja, kenn ich nicht. Kennst du nicht? Also ja, Sprühfolie kenne ich, aber ja, dass man das so am ganzen Auto macht. Doch, doch, ich zeig dir das gleich mal. Dann checken wir mal ab, was hier so rumsteht. Macht es. Genau. Sehr schön. Komm, ich zeig dir das. Das ist eigentlich mein Bereich. Ja. Aber das haben wir jetzt hier neu quasi reingebracht. Das ist halt alles lackiert. Der Wagen ist normalerweise rot, du kannst das hier halt sehen. Ne? Du kannst das fühlen, da ist halt keine Kante, sag ich mal, wie Folie oder sowas, wo du abziehen kannst. Wenn ich jetzt dann knibbeln würde, kannst du dann so abziehen wie eine Folie. Und der Wagen ist komplett lackiert. Das ist ja sonst das Magno. Genau, ja. Silber Magno, genau, Meteor Magno. Genau. Aber das sieht echt verdammt gut aus. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, dass es entweder eine, also an der Haube sieht man, dass es halt nicht ein originaler Lack ist. Ich hätte jetzt gedacht, dass es wirklich sehr gut foliert. Also nee, was du halt nicht hast, ist Folierkanten. Ja, ich weiß nicht, Matsch, da leitet immer dazu anzufassen. Das ist ja normal. Das ist überhaupt. Ich mache meine eigenen Autos auch. Ich streiche gern Autos. Kein Problem. Kein Problem. Aber wir wollten ein bisschen expandieren. Das ist ein Black Series. Das ist ein Black Series. Ein echter Black Series. Echter Black Series. Das war einer meiner Traumautos damals. Das ist auch ein sehr geiles Auto. Ein guter Kunde von mir. Ganz junger Typ, 19. Hat noch ein GT3, hat noch ein Turbo. Und, cooler Typ. Ja, ganz cooler Typ. Und haben wir auch komplett gemacht mit Fächerkrümmer, Software, allen Pipapo. 579 PS hatte ich gemessen. Gestern noch fertig gemacht. Interessantes Auto. Ich würde ja gerne mal da reingucken. Ich gehe gleich mal was Schlüssel, dann kannst du mir überall reingucken, solange keine Leute hier sind. Dann besorge ich das mal Schlüssel. Okay. Bis gleich. Ja. Nächste Review ist dann über den Burger, ne? Du hast so ein Talent dafür, mich immer zu filmen, wenn ich esse. Ja, du isst ja auch immer. Das kommt das ja gar kein Material mehr zustande hier. Leider fällt das hier tatsächlich gerade ins Wasser. Der Franz hat gesagt, er macht morgen hier auch noch mal so einen Eröffnungstag, weil es haben halt wirklich einen Haufen Leute abgesagt, weil die den Regen einfach nicht gewöhnt sind und ihre Autos halt auch nicht rausholen wollen. Aber wir machen einfach das Beste raus. Deswegen zeige ich euch jetzt einfach mal ein paar von den coolen Autos, die hier stehen. Hier steht nämlich was ganz Besonderes. Einmal ein Lamborghini Aventador LP720 in der 50-Jahres-Edition. Der ist limitiert auf 100 Stück weltweit, hat 720 PS. Besonders an dem, also der wurde eigentlich in Gelb vorgestellt, der hat jetzt so einen Weiß-Perleffekt. Der hat ein richtig geiles Interieur. Guckt euch das mal an. Der ist
von innen einfach mal komplett blau und ich finde das so krass. Also im Kontrast vor allen Dingen zu dem Weiß, das sieht von außen so cool aus, wenn jetzt hier die Flügeltüren noch offen sind. Mal hören. Also ein bisschen Sound und Action muss ja hier heute sein. Mega krass das Teil. 6,5 Liter Hubraum hat er und 12 Zylinder. 720 PS habe ich glaube ich gerade schon gesagt. Und wenn du einmal rumkommst, Monsieur. Ja, ich komme rum. Aber eins muss man ja sagen, ne? Das Lenkrad von Lamborghini ist ja ultra hässlich. Finde ich aber auch. Ich weiß, alt. Also es ist alt, ja. Ja, es sieht aus wie vor 20 Jahren. Muss ja Lago-Lenkrad sein. Ja. Ich wollte mir eigentlich noch hier einen Sportwagen irgendwo leihen, aber ich habe es leider nicht mehr rechtzeitig geschafft. Ja, aber jetzt hat der Franzis ja einen Aventador gegeben, oder? Schlüssel habe ich ja. So, tschüss. Ich muss mich erstmal wieder rausschälen aus diesem Ding hier. Und dann siehst du auch hier die Plakette, diese 50, die zeigt, dass das halt hier diese 50-Jahres-Edition ist. Das ist heute ein bisschen ins Wasser gefahren, würde ich sagen. Ja, aber ist ja nicht so schlimm. Ja, der Regen ist, also einmal im Jahr regnet es hier und heute hat es... Weil ich habe den Regentanz aufgeführt. Aber du hast mir gesagt, ihr habt immer Pech damit, ne? Wir haben immer Pech damit. Wir schaffen es in Ländern, wo es nie regnet, regnen zu lassen. Deswegen. Und zwar richtig, den ganzen Tag. In den ganzen 15 Jahren, wo ich mich hier rumtreibe. Es hat den ganzen Tag geregnet, den ganzen Tag. Nicht einmal. Es regnet 5 Minuten und dann ist es vorbei. Aber irgendwie heute, egal. Aber ich habe noch eine andere coole Idee. Ja. Das können wir dann aber morgen machen. Ich warte nicht wieder dazu. Okay. Dann können wir noch ein bisschen was drehen, was cool ist. Und ich glaube auch was cooles für dich. Wir gehen schon mal so in Richtung Ausgang. Ich wollte noch kurz hier einmal, das ist ja auch ein schöner Hintergrund. Vielleicht können wir das Ding morgen mal anschmeißen und vielleicht ein paar mehr Sachen machen. Gucken wir mal. Gucken wir mal, wie das Wetter ist, wenn es nicht regnet. Wenn es regnet, dann können wir natürlich... Dann führe ich den Anti-Regentanz auf. Genau, machen wir so. Perfekt. Okay, dann sehen wir uns morgen. Komm gut nach Hause. Bei uns macht man Brofist. Ciao. Ciao. Oh, ich habe Sand zwischen den Zähnen, das ist echt widerlich. Ja, heute ist auch ein bisschen diesig. Ja, wir haben irgendwie Pech mit dem Wetter hier. Also es ist echt total untypisch, aber wir müssen irgendwie das Beste draus machen. Jetzt müssen wir gucken, dass wir hier vom Fleck kommen. Uber habe ich schon bestellt. Jetzt müssen wir nur warten, bis es da ist. Oh, die Sonne. So. Ja, hello! Was für eine Überraschung! Guten Tag! Du bist unser Uber-Fahrer, oder was? Ja, hat einer Uber bestellt? Ja, ja. Ja, dann mal bitte einsteigen. Ja. Ja, Wetter ist ja immer noch mäßig, ne? Ich habe gerade extra eine Story gemacht, hast du ja gesehen? Ja. Weil, ist ja das ist unsere nicht, Schuld. Das also, ist nicht normal. Ja. Das ich glaube, also morgen fliegen wir ja wieder zurück, dann Ich wette mit dir, ab übermorgen ist hier Sonnenschein ohne Ende. Angesagt. Ja, auf uns lastet einfach ein Fluch, das ist so. Du musst den Leuten das sagen. Dann guck mal hier, ich bin... Blonde Frau aus Deutschland, ich kann Regen bringen. Kannst du gut verkaufen. Rain Woman. So, jetzt sind wir angekommen hier. Hier ist Motors. Brofist. Wir sehen uns später. Bis später. Dankeschön. Ciao, ciao. Tschüss. Ja, das sieht schon mal gut aus. Ne? Das ist schon mal ein geiler Blick hier in das Schaufenster rein. Puh. Nicht schlecht. Das fängt ja schon mal gut an. Weil wir gleich noch einen anderen Termin haben. Hier, so läuft das in dem Murcielago. Die Anschnallgurte sind in der Mitte. Jo. Blink, blink. Dann sehen wir uns hin.
haut in die Gänge rein, das ist der Knaller. That's a great view, I think we take photos here. Take photos here, yeah. Yeah. Spontan. Wir sind nach VIP Motors, um da ein paar Autos abzufilmen und zu fotografieren. Und dieser nette junge Mann kommt auf mich zu und sagt, hey, ist voll cool, was du machst im Internet und ich gebe dir mein Auto. Wenn du willst, fahr damit, mach Fotos und so weiter. Wir hatten aber heute leider viel zu wenig Zeit, deswegen sind wir nur zweimal um den Block gefahren, haben jetzt zwei Fotos und ein Video gemacht. Und wir kommen auf jeden Fall nochmal wieder. Und ich filme dieses Auto noch mal komplett ab. Ich mache noch mal ein komplett einzelnes Video darüber. Murciélago, sequenzielles Getriebe, der haut die Gänge rein. Pam, pam, pam. Das ist so verdammt cool. Also, jetzt geht's weiter mit dem Franz. Das wird jetzt auch noch mal cool. Oh, da ist er schon. Hopp. Alles klar? Was hast du denn jetzt vor? Überraschung, wir haben keine Zeit. Komm, wir müssen los. Tschüss. Okay, wir müssen los. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt in getrennten Autos fahren. So, bis gleich. Oh, bis gleich. Und jetzt sitze ich in einem Dodge Viper. So sieht's aus. American Muscle. American Muscle. Und wo geht's jetzt eigentlich hin, Franz? Ich bin total... zu einer Location, ich glaube, jeder kennt, oder die viele schon kennen von Instagram, von ganz vielen verschiedenen Bloggern und so, wird auf jeden Fall eine bekannte Location sein. Ich hoffe nur, wir fahren gerade ein bisschen, also wir stehen gerade gegen die Zeit. Ja, das stimmt, die Sonne geht schon fast unter. Die Sonne geht gleich unter und wir müssen es echt beeilen. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir so schaffen. Ich hoffe es. Also machen wir jetzt ein paar coole Videos und Fotos, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich denke mal schon. Und hinter uns ja noch AMG GT. GTS sogar. GTS sogar, ja. Dann super sportlicher. Super Sport. Originale Viper SRT 10, 640 PS, schwarz, aber komplett original, doch. Wir gucken noch, was wir da machen. PS, Hubraum, das ist wahrscheinlich sehr... Ich weiß nicht, ob 7,4 Liter oder 7,4 Liter, ich weiß 8,4. Nicht. 8,4 Liter, auf jeden Fall, ihr seht, die Haube ist super lang, weil der Motor da irgendwie Platz finden muss. Also ist wie, also das Autofahren ist ein Männerauto, ne, oder? Ja. Vielleicht kann dann auch fahren. Wir versuchen es jetzt, weil ich kann ja, also gerade ausfahren kann ich noch. Ich denke, das kriegst du hin. Du musst dann jetzt auch. Ja.
Ja, das war gut. Das war gut. Es war nur ein bisschen holprig, weil ich da fast hingeflogen wäre. Aber als ihr losgefahren seid, habe ich das drauf mit Ton allem. Aber solche Faxen kannst du ja machen. Unser Flieger geht gleich wieder zurück nach Deutschland. Und jetzt kommt das Wichtigste vom Tag. Essen, los geht's. Wieder im Flugzeug auf dem Weg nach Deutschland. Und wow, wir haben echt verdammt viel erlebt und leider viel zu wenig Zeit gehabt. Also am Ende sind so viele Sachen entstanden. Wir haben Leute kennengelernt, die uns alle ihre Autos geben wollten zum Fahren und zum Testen, aber leider wirklich aus Zeitgründen das nicht geschafft. Wir kommen definitiv wieder nach Dubai. Vergesst natürlich nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und vergesst auch nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen, wenn euch das Video gefallen hat. Ciao und cheers.